Moin, mein Name ist Flo und ich darf euch heute für Liquid Life 5 Ausrüstungstipps geben, was ihr auf jeden Fall braucht, wenn ihr mit dem Mountainbiken anfangt. Punkt Nummer 1 ist ein Helm. Und da solltet ihr auf gar keinen Fall sparen, weil der Helm rettet euch im Zweifelsfall das Leben. So ist es. Also guckt, dass ihr einen aktuellen, einen guten Helm fahrt. Es gibt inzwischen gute Technologien, MIPS-Technologie zum Beispiel. Und da solltet ihr auf jeden Fall nicht in irgendeinen Discounter steppen und euch da irgendwie einen Billighelm kaufen. Spart nicht am Helm. Punkt Nummer 2, Protektoren. Für mich wichtigste Protektoren neben dem Helm sind auf jeden Fall die Knieschoner. Da lohnt es sich auch in den Laden zu gehen und die Sachen anzuprobieren, weil Knieschoner etwas ist, was man den ganzen Tag anhat. Und da lohnt es sich einfach Knieschoner zu haben, die nicht drücken und die man gerne lange trägt, damit sie nicht nerven, damit man sie auch anbehält. Punkt Nummer 3 sind Schuhe. Es macht einen riesen Unterschied, ob ihr irgendwelche Turnschuhe anhabt oder richtige Mountainbike-Schuhe mit einer verstärkten Sohle, die einfach genügend Halt geben. Da steht ihr sicherer im Pedal und steht sicherer auf dem Fahrrad und habt mehr Spaß beim Fahrradfahren. Punkt Nummer 4 sind Handschuhe. Die sehen nicht nur cool aus, sondern können euch auch helfen, über längere Zeit einen guten Griff am Lenker zu behalten, können Blasen vermeiden und wenn ihr euch wirklich mal lang macht, dann bieten sie natürlich auch einen Schutz, auch wenn es nur ein ganz dünner Handschuh ist. Punkt Nummer 5 ist die Mountainbike-Hose. Bietet viel Bewegungsfreiheit, lässt vor allem zu, dass ihr Knieschoner unter der Hose trägt, ist eine gute Sache und viele Mountainbike-Hosen sind unten am Knöchel, schließen unten am Knöchel eng ab. Und somit habt ihr auch keine Probleme, dass die Hose irgendwie in die Kette kommt oder so. Das waren meine 5 Tipps. Schaut auf jeden Fall bei Liquid Life vorbei, da findet ihr alles.